Moin, ihr Lieben da draußen an den finalen Endgeräten. Zwei Themen. Erstens, was lernt uns nun die Messerei hier? Ziehe ich da jetzt irgendwie einen Gewinn raus? Was hat's gebracht? Also, vorausgesetzt, das Messgerät funktioniert, verbraucht die Honda ja wohl keinen Ruhestrom großartig. Ich gehe davon aus, dass sie ab und zu sich so einen Kick holt, damit irgendwelche Kondensatoren auflädt, die dann zumindest die Digitaluhr am Laufen halten. Das ist so meine Vermutung. Bei der KTM, sind Vermutungen meinerseits, wären völlig vermessen. Das ist ja quasi, ihr müsst euch so ein Motorrad wie die KTM da vorne vorstellen, wie ein modernes Auto. Mit irgendwelchen Bussystemen und irgendwelchen Computerdingern, die da drin sind. Das ist schon eine andere Liga, als dieses hier ist. Ne? Da kann sich der normale Sterbliche gar nicht mehr so auskennen. Und wenn du kein Elektrik-Freak bist, schon gar nicht. Ja? Ich weiß ungefähr, sie braucht wohl 40 mA im Ruhezustand. Dieser Verlust müsste aber trotzdem eine ganze Weile halten. Also der dürfte nicht die Batterie so schnell schwächen, wie ich das ja nur erlebe. Sie springt ja dann gar nicht an. Ja? Beziehungsweise der Anlasser hat nicht genug Strom, um diesen Motor durchzudrehen. Nun kann man sagen, ja, vielleicht hat dieses Ding monster viel Kompression, dass diese Batterie, die übrigens ein Kicken schwächer ist, als die der 1290 Super Duke R, also der unverkleideten, der nackten. Warum die hier eine minimal schwächere Batterie eingebaut haben, erschließt sich mir nicht. Darüber kann man nur spekulieren. Also mir bringt diese Messung nichts. Also wenn die jetzt 2 Ampere gezogen hätte, dann hätte ich gesagt, oha, jetzt aber heftig, ne? Man hätte jetzt noch hergehen können und hätte mit dem Schlüssel in die Nähe kommen können. Man hätte auch alles angeschlossen lassen können, mal kurz die Zündung einschalten, damit die alles wieder aufwacht, dann ausschalten und dann messen können. Ja, aber der Schlüssel ist seit Wochen nicht mehr in der Nähe der Maschine. Also, ich weiß nicht, also mir hat das nichts gebracht. Ich werde da gar nicht groß was drauf machen. Die kriegt im Frühjahr ihren Ölwechsel, ihren Service und fertig ist der Fisch. Und ich werde so ein Dino-Kraftpaket Booster zum Starten mir in den Tankrucksack legen und dann bin ich auf der sicheren Seite, springt das Ding an. So, das Ding kann ein V8 anlassen, also damit kann ich leben. So. Gut, zweites Thema. Warum macht der Heidebiker keine Videos mehr über politische Geschichten? Da gäbe es doch einiges zu sagen momentan. Da gibt es auch wirklich viel zu sagen. Ja? Will ich euch ganz einfach sagen. Ganz einfach. Wenn ich mich dazu äußern würde jetzt, in der derzeitigen Situation, dann würden mir die gesetzten Worte fehlen. Da würde mir fehlen, so eine gewisse Zurückhaltung und eine gewisse Sachlichkeit im Umgang und in der Sprache und so weiter, wie das so heute üblich ist, auch in der alternativen Medienszene. Das würde mir völlig fehlen. Ich bin da völlig anders gestrickt. Ja? Ich komme aus dem Siegerland, ich weiß, wo rechts und links ist und ich weiß, was geradeaus ist. Ja? Und genauso würde ich dann auch sprechen. Und diese Sprache würdet ihr nicht mögen. Die würde ich, glaube ich, selber auch nicht mögen, aber es wäre die einzige Sprache, die mir dazu einfiele. Ja? Von daher muss ich mich da zurückhalten und ich halte mich deshalb auch zurück, weil ehrlich gesagt, stellen wir uns mal ganz normal hin. Ne? Leute, das ist mir alles zu dumm. Das ist mir alles zu dumm, was da momentan sich unter den Regierenden innen tummelt. Das ist mir zu dumm, um mich hier in die Nesseln zu setzen, bei YouTube nochmal rauszufliegen. Da habe ich keine Lust drauf.
Ja? Und ich weiß auch, dass es überhaupt nichts ändern würde. Es ändern ja auch die vielen sachlich gesetzten, argumentativ wohl ausgestatteten und mit Belegen gestützten Kanäle werden auch nichts bewirken. Sie werden nichts bewirken. Es bewirkt nichts. Jedenfalls nicht kurz-mittelfristig. Ich hoffe, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Ja? Das Volk will großenteils das, was jetzt passiert. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Das scheint mir nach allem, was ich sehe und gesehen habe, Fakt zu sein. Sie wollen es so. Also sollen sie es auch kriegen. Nur damit muss ich mich nicht beschäftigen. Ich muss mich mit meinem Leben beschäftigen und das tue ich auch. So, gut. Dann, wenn ihr das geguckt habt hier, danke ich euch und sage bis demnächst.